Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, ihr werdet euch wundern, ich hab's auch, warum ich so spreche, aber das ist die Sache, die ich euch heute erzählen will. Ja, und dann möchte ich euch schon mal vorwarnen fürs Freitagsvideo, da werde ich auch noch so sprechen, weil ich habe heute so einen Lauf und ich möchte das Freitagsvideo auch gleich machen. Und ja, bin heute diese Woche ein klein wenig vorproduziert. Okay. Also, jetzt auf zu meinem Video und wartet mal eine Sekunde. Ich muss mal ganz kurz. Ja, also, es war nicht die Nase, die gekratzt hat. Ich musste mir doch mein BH ziehen. Tut mir leid, ich habe den vergessen. Ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Und genau darum soll es heute in meinem Video gehen. Ich bin in letzter Zeit eine wandelnde Katastrophe. Wir haben jetzt Stand gerade Sonntag, also die Nacht von Samstag auf Sonntag, damit ihr einen Zeitrahmen habt. Am Mittwoch bin ich volle Kanne gegen eine Tür gerannt und habe mir dabei, na gut, sehen wir jetzt nicht da, hier, au, einen blauen Fleck gehauen, ungefähr so groß. Donnerstag habe ich mir dann geschafft, den hier zu hauen. Der ist dann wortwörtlich, den habe ich. Ich wollte aus dem Bett raus und vor dem Bett habe ich diesen riesen Schrank. Und also vor dem Bett, wo ich geschlafen habe. Ihr wisst ja, wir haben eine Menge Betten und ich bin eine Betthopperin. Ich hüpfe immer von einem Bett zum anderen. Und ja, auf jeden Fall in dem Bett, wo ich dann geschlafen habe. War es dann so, dass da der Riesenschrank war. Und dann war es auf jeden Fall so, dass ich dann volle Kanne gegen diesen Riesenschrank gedonnert bin und dabei dann mir den Fuß angeschlagen habe. Erst habe ich es gar nicht bemerkt, dann bin ich in mein Zimmer gegangen und bin eine Weile sitzen geblieben. Und dann irgendwann habe ich Durst bekommen und wollte mir noch mal eine Flasche Active holen, weil ich gerade so viel davon trinke. Vielleicht könnte es mich auch deswegen etwas gut geschickt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wollte ich dann was davon holen und dann bin ich da aufgestanden und dann urplötzlich konnte ich nicht mehr auftreten. Ich habe erst gedacht, shit, was ist jetzt los? Und dann habe ich auf jeden Fall, erstmal habe ich ausgeschlossen, dass mir das Bein eingeschlafen ist und so. Und dann irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, mal zu gucken und dann gucke ich da so ans Bein und dann habe ich da so diesen Anfang von einem blauen Fleck. Und dann denke ich so, huch. Und auf jeden Fall habe ich dann mal mich entschieden, mal nur so testweise drauf zu fassen. Ich habe gedacht, jetzt heule ich gleich los, so weh hat das getan. Und ja. Und dann habe ich auch gespürt, dass das hat er immer noch, dass der nicht so ein flacher blauer Fleck ist, sondern dass da drunter so hubbelig ist. Also wie so eine Erhöhung, so eine kleine Welle. Und ja, dann bin ich zu meiner Mutter gerannt, habe meine Mutter gefragt, habe Creme drauf gemacht und. Es tut immer noch weh wie Sau, aber schon weniger schlimm. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte, die für meine Mutter und mich etwas peinlich ist. Und ja, also wie ihr wisst, habe ich ja gerade erzählt, wie ich schon gesagt habe und wie ich auch schon öfters erzähle, hüpfe ich immer von einem Bett zum anderen. Und weil mein Vater sehr laut schnarcht, das war wirklich laut. Ja, also der Amazonas ist weg, wenn mein Vater nachts ins Bett geht. Haben meine Eltern oft, also meine Mutter es nicht immer die ganze Nacht erträgt, haben wir eben mehrere Betten, damit jeder flüchten kann, wenn irgendwie mal was ist, wenn es zu warm im Zimmer ist, wenn es irgendwie danach irgendwie in die Nachbarschaft oder irgendwas grillt oder es total muffig ist im Zimmer. Uns ist der Schlaf das Wichtigste, sagen wir es einfach so. Darum haben wir, glaube ich, 4 Schlafgelegenheiten, wenn wir Sofa mitzählen, sonst sind es 3. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich in meinem Bett war. Also nee, ich war noch nicht im Bett. Und dann habe ich eben noch mit meiner Mom etwas gequatscht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie, ich will heute Nacht ein bisschen kuscheln, etwas Nähe und etwas zusammen sein. Dann wollte ich über meine Mom ins Bett krabbeln. Und meine Mutter hatte in dem Moment ihr Knie oben so. Also einfach damit es besser belüftet ist und so, weil es ja warm war. Und in dem Moment hat sie das Knie bewegt und ich bin da mit dem Gesicht und der Nase so dutsch voll dagegen geknallt. Und dann habe ich volle Kanne nur noch die Sternchen gesehen. Ich habe eine aufgeschwollene Lippe davon getragen. Meine Nase ist innerlich angeschwollen. Das ist echt unglaublich.
Also, ich habe es äußerlich gut gekühlt. Ich bin sofort aufgestanden, als es passiert ist. Das hat weh getan. Tut weh, wie Sau, tut es immer noch. Das war am Freitag, so auf der Nacht von Freitag auf Samstag. Und dann hab ich echt so, bin ich sofort losgesprintet. Ich habe gar nicht geachtet, was jetzt wo wie ist. Also ich bin sofort los und habe mir ein Eis geholt und ein Kühlbär. Nee, es war ein Kühlbär erstmal. Und habe den auf die Nase drauf und ein Tuch drunter, damit ich, also weil ich eben gedacht habe, was, wenn jetzt da Nasenbluten auch noch dazu kommt. Und dann habe ich auf jeden Fall das da drauf gemacht. Da habe ich zu meiner Mutter erst geschrien, keine Sorge, alles gut, kein Nasenbluten, weil ich echt dachte, sie hat mir jetzt die Nase gebrochen, auch wenn es kein Knackgeräusch gemacht hat oder so. Und die Nase, zum Glück ist die Nase heile, also so werde ich es einschätzen kann. Und ja. Ja, also es fühlt sich wirklich heile an. Es ist nicht so, dass ich da irgendwie das Gefühl habe, da ist was gebrochen. Autsch, weil an den blauen Fleck gekommen. Ja, und dann war es auf jeden Fall so, dass ich dann. Also, die eine Sache ist klar, das Kuscheln ist mir vergangen in dem Moment. Also, das war dann nicht mehr so aktuell. Ich bin auch heute nicht so scharf drauf. Jetzt ist es so, dass ich Schiss habe, dass jemand gegen meine Nase kommt, wenn die immer noch weh tut. Ja, und dann war es auf jeden Fall so, dass ich dann eine Weile hier gestanden bin. Ich weiß jetzt nicht, wie lang es war. Es war auf jeden Fall nur sehr kurz. Dann ist meine Mutter dann zu mir gekommen und hat gemeint, ob alles okay sei und so weiter. Dann habe ich in dem Moment so das Tuch mal weg und da habe ich gesehen, oh Mist, es blutet doch. Und dann bin ich auf jeden Fall, habe ich weiter das Kühlding drauf gehalten, weil, und das ist jetzt ein Tipp von mir an jeden, der Nasenbluten hat, wenn ihr Nasenbluten habt, dann tut euch was Kaltes auf die Stelle, auf die Nase drauf, weil bei Kälte ziehen sich die Arterien zusammen und dann hört schneller auf zu bluten. Zweiter Tipp, ein Gummi oder irgend sowas um der kleine Finger wickeln, dann hört es auch schneller auf und das haben wir dann auch noch gemacht. Aber ich denen dann nach einer Weile gesagt habe zu Mama, Mama, wir müssen den Gummi wegtun, sonst verliere ich heute Nacht auch noch den Finger. Ja, und dann bin ich auf jeden Fall genau dort gegenüber im Wohnzimmer gesessen und habe da auf dem Sofa gehockt und die ganze Zeit so. Und ja, dann irgendwann hat Mama gesagt, ja, ich soll bei ihr bleiben und so weiter, weil sie lieber gucken will, dass es dann wegen der Nase und allem. Und dann bin ich auf jeden Fall, sind wir dann wieder zurück ins Bett gegangen, da bin ich da gelegen und es hat so höllisch weh getan, dass wirklich mein Körper angefangen hat zu plärren, wie ein Schlosshund. Das ist aus mir runtergekommen, wie im Wasserfall. Und ich dachte, es hört gar nicht mehr auf, das Ganze und so weiter. Und dann irgendwann hat dann zum Glück das Bluten aufgehört und ich war echt happy darum. Und ich konnte dann auch trotzdem nicht schlafen, weil meine Nase ist innerlich so angeschwollen, dass ich kaum Luft bekomme. Das ist sehr unangenehm. Und dann irgendwann, so nach ein paar Minuten, als ich dann so mal, ich habe mir dann dazwischen noch einen Eisbeutel geholt, einen richtigen Eis, also so Eis in eine Tüte und zu und drauf, weil ich gedacht habe, okay, das könnte ich mal wieder machen. Das war sehr angenehm für die Nase, muss ich sagen, im Nachhinein. Ja. Und dann war es auf jeden Fall so, dass ich dann diesen Eisbeutel da hatte. Und dann hat meine Mutter irgendwann so, habe ich so meine Mutter gefragt, ob es denn bei ihr alles in Ordnung ist, wenigstens. Aber meine Mutter so gemeint, nee, ihr tut's Knie furchtbar weh. Jetzt hat meine Mutter einen unterirdischen blauen Fleck davon getragen und ich trage eine in der Nase drin geschwollene Nase, aber äußerlich sieht es normal aus, Nase. Und wenn ich jetzt nicht so furchtbar nasal reden würde und meine Mutter nicht humpeln würde wie eine Oma am Rollator, nichts gegen Omas am Rollator, aber ist so, dann würde man es echt nicht merken, dass bei uns irgendwas los war. Ja, und die Geschichte wollte ich euch jetzt einfach erzählen, weil es einfach gerade, ja, es gerade zeitaktuell ist. Und ja, ich muss sagen, jetzt sind es schon fast 24 Stunden und die Nase tut immer noch weh wie Sau. Also das ist wirklich sehr unangenehm. Ich bin auch heute Morgen, wusste ich echt nicht, was ich anziehen soll, weil egal was ich musste irgendwie über den Kopf ziehen. Und immer wenn ich nur an die Nase leicht rangekommen bin, hat es höllisch weh getan. Und ja,
Jetzt kann man sagen, was man will, aber ich musste mich an das erinnern, was mir mal vor vielen Jahren jemand erzählt hat. Derjenige hat mir erzählt, jedes Mal, wenn er Leute trifft, die er, von denen er weiß, ich treffe die nie wieder von sich aus, sagt er immer, ach, das war ein schöner Abend, das müssen wir wiederholen. Dann habe ich mir gedacht, genau das sage ich jetzt zu Mamas Knie. Mamas Knie, es war ein schöner Abend, das müssen wir wiederholen. Auch wenn wir es nie machen werden, das hoffe ich zumindest. Was? Ja, ja, das glaube ich dir. Aber ja, auf jeden Fall haben wir dann heute Nacht noch, also hat Mama mir dann, heute Morgen bin ich dann aufgestanden. Da war es uns beiden, ist total trimselig schon den ganzen Tag. Wir stehen etwas unter Schock. Das ist ja auch nicht unbedingt so die Geschichte vom, von die man sich immer wünscht. Und ja, ich habe jetzt allen erzählt, die ich so kenne, was passiert ist. Meinem Vater, meinen Großeltern, Babette. Ich könnte es auch unserem Hund erzählen, aber ich glaube nicht, dass es den interessiert. Ja, ich höre jetzt auf zu lachen, weil selbst Lachen tut weh, weil es zieht furchtbar in die Nase hoch. Wir lernen endlich mal, wo was alles mit der Nase verbunden ist. Auch interessant. Ja, ich hoffe jetzt auf jeden Fall, dass es sehr bald heilt. Und ich würde sagen, wir sehen uns zu einem weiteren nasal gesprochenen Video am Freitag. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch schon mal so die Nase angehauen habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.treatme@outlook.com. Ja, ich wollte gerade sagen, ich lege jetzt auf, aber das ist ja gar kein Telefon. Ich melde mich dann selten aber wieder bei euch. Und ja, jetzt fällt mir gerade erst auf, dass ich voll am Thema vorbeigeschwatzt habe. Gut, ich schiebe das Thema vom Freitag auf nächsten Mittwoch und erzähle euch dann das Thema, das ich jetzt eigentlich erzählen wollte. Also jetzt kennt ihr die Geschichte von meiner Nase. Das Thema kommt dann am Freitag. Also bis dann. Ciao.